Hier ist der Vize-Weltmeister Destacado FRH und Matthias Alexander Rath vom Gestüt Schafhof aus Bad Homburg. Ja, heute mit dem Weltmeierpreis ausstaffiert worden, dieser Hengst, jetzt sechsjährig, aus der Libella vom Landdery, Falkland Imperator, zur Zucht von Heinrich Gieselmann aus Bava, im Mitbesitz von Frau Dr. Friederike Lohse. Schon bei der Körung konnte man sehen, dass es ein ganz besonderes Pferd ist. Damals schon im enormen Habitus für einen 2,5-jährigen Hengst stehend. Wechselte ja dann hochpreisig den Besitzer. Dreijährig Bundeschampion mit Pascal Canciora im Sattel. Zweimal gab es die Maximalnote von 10,0 von den Fremdreitern. Tja, Mutter Natur hat es einfach gut gemeint bei diesem Hengste. Mit allen Gaben ist er gesegnet, mit diesen phänomenalen Reitpferdepoints. Und die WM, das war ja wirklich eine ganz, ganz knappe Geschichte. Und im nächsten Jahr, da können wir ja wieder in Deutschland die Weltmeisterschaft der Dressurpferde, der jungen Dressurpferde feiern, nämlich an diesem Ort in Pferden. Die Galoppade von Destacado FRH. FRH, das Kürzel, hat er im letzten Jahr anlässlich des Galaabends der Elite-Auktion hier verliehen bekommen. Ganz besondere Auszeichnung. Die Förderung der Reiterei auf hannoverschen Pferden. Ganz cool geht er mit dieser Kulisse um, dieser Destacado FRH. Kontinuität und Gleichmaß, das zeichnet ihn aus. Und diese enorme Balance, die er besitzt.
Das ist die Aufforderung. Matthias Alexander Ratsch und Destacado FRH. Die Leute wollen ihn feiern, diesen Vize-Weltmeister aus Hannover, Destacado FRH. So, und jetzt nochmal alles geben, alle Kräfte mobilisieren. Destacado FRH.